Heute verabschieden wir uns von der Ostküste und dem liebenswerten, aber etwas durchgeknallten Haushund Luna, um durchs Land Richtung Cefalù zu fahren. Einen kleinen Abstecher machen wir in die Provinzhauptstadt Enna, die hoch oben auf dem Gipfelkamm eines schroffen, fast 1000 Meter hohen Berges thront. Wir wollen die Festung Castello di Lombardia besuchen. Der Ausblick hoch oben vom Turm ist einfach atemberaubend. Das Ambiente der Festung selber wird allerdings durch viel Maschendrahtzaun und oranges Absperrband sehr beeinträchtigt. Schade. Wir verlassen die Autobahn, um über Landstraßen durch die Madonie Richtung Cefalù zu fahren. Diese Gebirgskette an der Nordküste Siziliens ist noch sehr ursprünglich. Hier wachsen Kork- und Steineichen, Ulmen, riesige Stechpalmen und die letzten Nebrodi-Tannen. Es gibt Schafe an den Straßen und grasende Maulesel. Die Straßen sind gelegentlich etwas gewöhnungsbedürftig. Doch kein Problem, das Mittelmeer ist bereits in Sicht. Wir lassen unseren Mietwagen am kleinen Hafen von Cefalù. Unsere Ferienwohnung liegt in einer Anwohnerparkzone. Von unserem winzigen Balkon aus geht der Blick aufs Mittelmeer. Wir haben nur einen Tag Zeit für diese bezaubernde Stadt und machen uns deshalb gleich auf den Weg. Der Dom von Cefalù ist UNESCO-Weltkulturerbe und für sich genommen schon unheimlich sehenswert. Eingebettet in diese unglaubliche Kulisse aber gleich noch viel mehr. Ab 1131 wurde er erbaut. Die Aus- und Umbauten zogen sich über viele Jahrhunderte hinweg. Der Domturm bietet in alle Richtungen einen wunderschönen Ausblick auf die Ziegeldächer der Stadt. Die Häuser der Altstadt drängen sich bis ans Meer. Von der Mole im Fischereihafen lassen sich wunderschöne Sonnenuntergänge beobachten. Cefalù mit seinen kopfsteingepflasterten Gassen hat uns wirklich außerordentlich gut gefallen. Als wir früh am nächsten Morgen aufwachen, sind nur die Katzen und die Müllabfuhr unterwegs. Unser nächster Halt ist das weiter westlich liegende Castellammare del Golfo. Für 4 Tage haben wir hier eine Ferienwohnung. Das Beste an ihr ist der Blick von der großen Dachterrasse. Castellammare del Golfo haben wir gewählt, weil sich von hier aus viele Sehenswürdigkeiten erreichen lassen. Aber auch die Stadt selber ist sehr schön. Im kleinen Hafen dümpeln bunt bemalte Fischerboote auf den Wellen. Genauso wie kleinere und größere Yachten. Morgen werden wir dann die Umgebung erkunden. Nach einem Frühstück auf unserer Dachterrasse geht es los. Zuerst zum nie fertiggestellten griechischen Tempel Segesta. Wirklich beeindruckend.
Noch beeindruckender allerdings fanden wir das Amphitheater hoch oben auf dem Monte Barbaro, das die wunderschöne Landschaft als Kulisse mit einbezieht. Einen zweiten Stopp legten wir an den Salinen von Trapani ein. Hier wurde und wird immer noch durch die natürliche Verdunstung von Meerwasser Salz gewonnen. Die industrielle Salzgewinnung machte den natürlichen, aber langwierigen Prozess hier in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts unrentabel. Viele Salinen wurden geschlossen oder aufgegeben. Geblieben sind die typischen Windmühlen, die sowohl für das Mahlen des Salzes genutzt wurden, als auch um das Salzwasser von einem Becken ins andere zu pumpen. Es gibt ein wunderbares Museum, das sehr anschaulich zeigt, wie hart die Arbeit in den Salinen früher war. Wir fahren weiter nach Erice. Das liegt bei unserer Ankunft in den Wolken und wir fühlen uns temperatur- und wettermäßig fast wie zu Hause. Der separat stehende Turm des Domes bietet im Normalfall wahrscheinlich eine wunderbare Aussicht. Heute blicken wir nur auf die Ziegeldächer der umgebenden Häuser. Erice ist ein mittelalterliches Städtchen, das sich in den letzten Jahrhunderten kaum zu verändert haben scheint. Und obwohl es nicht groß ist, schaffen wir es, uns in den Gassen zu verlaufen. Schließlich finden wir sie doch noch, die spanische Festung, die auf einem Felsvorsprung erbaut, nie fertig geworden ist. Gleichzeitig haben sich auch die Wolken verzogen. Was für eine Aussicht! Ein wirklich krönender Abschluss eines ereignisreichen Tages. Man fühlt sich, als würde man den Göttern gleich in die Welt schauen. Der nächste Morgen begrüßt uns mit super Wetter. Das wird auf jeden Fall ein Badetag. Einen kleinen Abstecher machen wir noch zur Tonada-Bucht bei Scopello, die aber wegen Filmaufnahmen gesperrt ist. Weiter geht's nach San Vito Lo Capo, ab ins karibische Wasser. Damit ist die Farbe gemeint und nicht die Temperatur, wobei auch die durchaus erträglich ist. Hier verbringen wir einen wunderbar faulen Tag. Am Strand ist die kubanische Flagge gehisst und genauso sieht es hier auch aus. Auf dem Rückweg nochmal ein paar Schafe an der Straße und am Abend Essen auf der Dachterrasse. Unseren letzten Tag in Castellammare del Golfo nutzt der Göttergatte für einen Tauchausflug. Abends sitzen wir dann in einem Restaurant mit Blick aufs Meer. Es ist kühl geworden. Man braucht bereits eine Jacke. Wir schlendern noch einmal durch den heute ziemlich belebten Hafen. Es ist Samstag. Morgen wollen wir weiter an die Südküste.